diese genialische Erfindung der Einführung des Urverlustes, des Mangelriss-Kluftspaltes führt also zur Fähigkeit der Transpositivierung und Erzeugung einer Simulationswelt mit Vorhersagemöglichkeiten und damit zu jener Übererfolgreichheit, der der Menschheit es ermöglichte, die Erde sich unterzutun. Aber andererseits führt es dazu, wenn jene, die den Urverlust nicht in der Lage sind, um trans zu positivieren, dazu, dass der Mensch das einzige Lebewesen ist, das dazu befähigt wird, sich als Rache für das Unvermögen, Grausamkeit, um der Grausamkeit willen zu begehen. Grausamkeit, um der Grausamkeit willen zu begehen. Und da wäre es doch besser, er würde sich selber ausrotten, verunmöglichen, als diesen Irrsinn der Selbstzerstörung und der Dummheit zu vollziehen. Denn die Dummen sind nach Cipolla diejenigen, die nicht nur sich selbst Schaden zufügen, sondern auch den anderen Rache und Buße nach der Ordnung der Zeit zukommen lassen zu wollen. Und da es die allzu vielsten sind, ist der Untergang der Imperien immer besiegelt. Von Anfang an schon. Die anderen drei Sorten sind die Hilflosen, die Intelligenten und die Raubtiere. Aber sie sind längst noch nicht so gefährlich in ihrer grausamen Dummheit wie die Verblödeten.